Was los, Freunde? Hier wieder Roo straight from Ibiza mit einer neuen Folge von Was los. Ich war wieder ein bisschen unterwegs, schneidet euch jetzt mal ein bisschen was zusammen. Ich bin überdimensional gebumst, ich liege hier auf der Couch. Zieh mir ein bisschen Paramount Channel rein, die zeigen dann nur so Paramount Filme. Das ist der einzige Channel, den wir hier haben, der auf Englisch läuft, weil Spanisch kann ich mir leider nicht mehr geben. Geht ein richtig Muchamas auf den Sack, ey. Wenn du die Sprache nicht verstehst und denkst, boah, Junge, Alter, weißt du, wie das auf den Sack geht? Aber ich verstehe ja ein bisschen Spanisch. Ihr kennt mein totes Laptop, das ist mein Arbeitsplatz, immer dabei am Start. Ich arbeite hier viel mehr als die Sonne zu genießen, aber das ist nun mal so, auf dem Weg nach ganz oben. Checkt mal die Wendeltreppe, so ein bisschen gefährlich. Normal Spanien, die haben keinen TÜV, wisst ihr ja. Hier wohne ich so, das ist so die Wohnanlage hier. Das ist unser Apartment. Und hier grillen wir. Schon ein bisschen das Fleisch ready gemacht. Ja. Du weißt, liegen, Corona, Grill, was willst du? Ungefähr hier chill ich normalerweise, wenn ich euch die Serie hier, die Folge hier hochlade, chill ich genau da. Weil man hat dann Empfang zum Nachbarn, hat WLAN, einer dieser freundlichen Freunde hat vergessen, sein WLAN zu verschlüsseln, da bin ich immer drin. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, hier auf der Insel werden aber auch ein bisschen Black Music gespielt, so ist zum Beispiel, wer ist Black Music mäßig hier eigentlich? Was hast du gesagt? Tiger ist hier oder was? Doch, wie immer ist Puff Daddy auf der Insel, der hat hier eine eigene Party, aber der hängt auch manchmal ab hier und da, kann man den sehen. Dre war einmal hier. Es heißt zwar, Dre fliegt ungern oder der fliegt, der will gar nicht fliegen. Der hasst es zu fliegen. Komischerweise ist er aber immer auf der Insel zu finden. Natürlich auch nicht in der Werbung zu sehen. Vielleicht will er auch seine Ruhe, keine Ahnung. Ich gehe dem gleich auf den Sack. Normal. Hier sieht man auf jeden Fall das neue Ushuaia Building, sozusagen das neue Ushuaia Hotel. Ist überdimensional cool geworden. Hier ein abgefuckter Fußballplatz, egal. Habe ich noch von der YouTube Convention. Von der letzten, was heißt YouTube-Convention, so ein Video-Day-Treff-Dings da, war ich da, habe ich ein paar coole Leute getroffen, ein paar coole YouTuber getroffen auch, ein paar erfolgreiche auch. Demnächst mache ich vielleicht noch einen Blog mit denen, weil ich habe da auch ein paar Aufnahmen gemacht, habe es nur nicht geschafft, das für euch hochzuladen, weil ich ja hier auf Ibiza bin. Und bis am 24. kommt mein Album, dafür drehe ich auch eine Single, so ein Video hier auf der Insel, beziehungsweise wir haben es schon gedreht, ich schneide das noch und ich drehe dann noch einen Song, dann habe ich eventuell zwei Videos. Es läuft nicht ganz so ab wie bei euch in der Szene, diese mir fremde Szene Hip-Hop. Und ja, 24 kommt das Ding. Es wird Deutschland zerstören, das wird Deutschland übernehmen. Ich werde alles dissen, ihr wisst, Ansagen. Nein, Mann, es ist einfach gute Songs. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Und geht auf meine Seite, unten gibt es einen Link, dann wisst ihr Bescheid. Ansonsten folgt mir, ihr wisst. Zeig mal dein Tattoo. Sieht man das überhaupt? Was ist denn das überhaupt? The girl with the dragon tattoo. The girl with the dragon tattoo. Das hier, Freunde, ist keine Nachmittagsparty. Das hier ist eine Afterparty von gestern. Also Leute, die gestern Nacht feiern waren, feiern gerade hier weiter teilweise. Also teilweise sind natürlich auch Leute dazugekommen, aber so ist das. Während du geschlafen hast, haben die noch auf Crack gefeiert, Digga. Das ist der bekannte Strandabschnitt hier, Playa de Mossa, wo ich bin. Und hier ist es halt... Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall... Boah, ich versinke so ein bisschen immer mit meinen 6,50 Euro Schuhen von Primark. Aber egal, dafür kann ich die auch gleich wieder wegschmeißen und neue kaufen. Da spart man sich schon mal die Waschmaschine, oder? Da wird schon mal auch eine Perle einfach ins Wasser gescratcht. Oh, mit Glas in der Hand. Oh, die sollte das Glas wegwerfen, sonst kriegt sie das gleich auf Fresse. Hier, die liegen, kosten alles Geld, deswegen liegen wir immer hier. Mit Handtuch. Was geht mit Massivs Diss? Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe das vorhin mitgekriegt. Weil ich habe ja, wie gesagt, ihr wisst ja, ich habe hier kaum Internet. Ich muss euch die Folge zusammenschneiden, dann auf ein Dach gehen, bei irgendeinem WLAN den Scheiß hochladen. Und deswegen, ich konnte mir den Song genau einmal anhören, weil ich habe jetzt super schlechtes Internet, der Download ist super scheiße. Und ich
hab mir den Song einmal reingezogen und hab dann gelesen, was der Palm PA dazu gesagt hat. Und boah, ist schwer zu sagen, ja, man hat ja lange auf den Song warten müssen und ich weiß nicht, hat jetzt nicht so überdimensional bei mir geknallt. Obwohl, ihr wisst, Massiv Homie von mir, ich mag den gerne, ist ein lustiger Typ auch, netter Kerl alles, aber der Song hat mich jetzt nicht so gesplafft. Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Folge fertig schneiden, war schon eigentlich auch durch, dann habe ich einen Anruf bekommen aus Deutschland, habe mit meinem Bruder telefoniert und der sagte mir, der Diss von Massiv hat jetzt auch eine Antwort bekommen von PA. Und ich habe ihn noch nicht gehört, also ich werde es jetzt in diese Folge nicht mehr reinkriegen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie die Disses sind und wer für euch sozusagen der Sieger ist. Dann lese ich mir das durch. Vielleicht in der nächsten Folge kommentiere ich diesen Song. Ich gehe jetzt gleich in den Café, wo ich WLAN habe und ziehe mir den Song rein. Und ich sag dir nur, PA, Alter, ich hoffe, der Song ist gut, sonst fick ich dich, weil ich habe hier Sonne. Ich habe keine Zeit, in Cafés zu gehen, mir deine Tracks reinzuziehen. Bro. Okay, Freunde, viel Spaß. Auf jeden Fall zieht euch PAs Antwort rein. Massiv sein Diss kennt ihr wahrscheinlich schon. Zieht euch PAs Antwort rein und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer von euch der Sieger ist, sozusagen in der ersten Runde. Und ob ihr euch eine zweite Runde vorstellen könnt oder ob das schon K.O. war. Folgt mir auf Facebook, Ruse Lee, Ruse World. Kommt auf mein Twitter, Ruse Lee. Instagramt mich, Ruse Lee. Instagramt uns. Hip-Hop.de hat auch einen Instagram-Kanal. Da posten wir immer auch verrückte Fotos. Checkt das aus. Abonniert uns hier bei YouTube, damit ihr immer am Start seid. Ey, boah, bin ich fertig, Alter. Boah. Übrigens lasse ich mir meinen Bart jetzt auch ein bisschen länger wachsen, aber nicht so ekelhaft wie Toxic, so Monster, ey. Der Trottel hat doch gar keine Ahnung von Style, Mann. Ich mache das richtig stylisch wenigstens. Weißt du, hier so.